wurde. Jetzt gibt es 5 Ausreden, die alle Gamer haben. Leute, das Video ist von Inside PlayStation. Schaut unbedingt bei den Jungs und Mädels vorbei. Lohnt sich. Abo habe ich natürlich schon reingeschallert, Leute. Glocke aktiviert, Like, reingönnen und jetzt aber. Oh, meine Nase läuft. Sorry. Sorry, dass das irgendwie jedes Mal ist. Aber meine Nase ist auch die letzten Tage richtig verstopft. Gibt es eigentlich eine Technik, wie man richtig Nase putzt? Weil ich habe das Gefühl, ich mache das nicht richtig. Ich kann nicht mal Nase putzen. Sorry. Los. Der Controller war schuld. Ja. Es lag am Lag. Das sind einfach alles Loser außer mir. 1000-mal gehört und schon 100-mal selbst gesagt. Oh ja, Controller. Bekennt euch, Insider. Diese 5 Ausreden haben wir vor der Konsole doch alle schon gehabt. Oh ja. Erkennt ihr euch wieder? Der Klassiker. Das Internet ist für uns alle Neuland? Kann ja gar nicht sein. Schließlich ist eine lahme Internetverbindung sowas wie ein Online-Evergreen. Ja. Wenn oder der eher Ping ein richtig dreckig ist. Aber das ist auch so. Junge, wenn du teilweise einen richtig räudigen Ping hast bei FIFA, Junge, dann ist das Gameplay so laggy online. Das bockt gar nicht. Egal. Wir sind damit groß geworden und jeder, der schon mal online war, hat auch einen Online-Totalausfall hinter sich. Und garantiert jeder hat im Multiplayer schon mal den kürzeren gezogen. Und ist dann auf den schlechten Ping geschoben. Ein paar Fun Facts dazu. Lag steht auch für Landesarbeitsgericht oder linksassoziative Grammatik. Streng genommen ist Lag aber natürlich die Verzögerung zwischen dem Eintritt eines Ereignisses und seiner Folgen. Das ist alles gar kein Fun. Ja, wie soll man denn so spielen? Ist Lag aber auch nicht. Trotzdem ist und bleibt, es war der Lag, der Klassiker unter den Gaming-Ausreden. Ja, wenn die Schüsse nicht reingehen. Junge. Klar. Das Internet ist einfach der Endboss in vielen Online-Matches. Da geht heute nichts rein. Aber stimmt das auch wirklich immer? Seid doch mal ganz ehrlich zu euch selbst. Wie oft fällt die "Das lag am Lag"-Ausrede schneller, als ihr einen Trigger jemals durchdrücken könntet? Uns geht diese Art von Munition jedenfalls nicht aus. Greift ruhig zu, wir haben reichlich. Ich war ja noch gar nicht ready. Oder ich war noch AFK. Oder ich war noch auf dem Klo. Oder ich muss mich noch warm spielen. Leute, komm, ey, ich muss mich jetzt kurz noch mal 1-2 Runden warm spielen. Dann geht's los. Okay. Da hat jetzt aber die Sonne geblendet. Oder ich musste mich kurz an der Nase kratzen. Oder. Ein paar Tipps gegen eine miese Leitung haben wir aber auch. Im Video in der Box. Soll ja keiner sagen, wir würden nur meckern. Ah, ja. Ich habe auch manchmal bei der PlayStation, muss ich dann so Sachen einstellen. Sag mal, spielt ihr eigentlich auch mit? Wirklich jeder kennt diesen Moment. Ja. Ihr seid gerade in einer Runde Split Game. Ich weiß, was kommt. Ich weiß es auch. Und zwar, ja, Junge, sorry, so kann ich nicht gewinnen. Junge, mein Team ist so schlecht. Und bei euch selbst läuft's wie geschmiert. Aber dieser Spielstand ist einfach gegen euch. Weil keiner aus eurem bescheuerten Team auch nur daran denkt, endlich mal richtig mitzumachen. Das heißt hier King of the Hill, nicht King of the am letzten Ende der Map verstecken. Was sollen wir denn machen? Die Gegner alle alleine wegdominieren? Eins ist klar. Man selbst ist ja nie das Problem im eigenen Team. Ja, aber es ist manchmal auch schon echt hart frustrierend, wenn du halt irgendwie echt abgehst oder zumindest solide spielst und du letztlich nur verlierst, weil dein Team halt nichts auf die Kette bekommt. Und dabei ist auch egal, ob wir in der Arena oder im virtuellen Weltkrieg unterwegs sind. Egal wo, es sind halt meistens die anderen, die einfach nichts drauf haben, außer Zahnbelag wahrscheinlich. Oder nicht die Flaggen einnehmen, sondern nur auf ihre eigene Statistik spielen. Ja. Oder einen nicht wiederbeleben, wenn man schon wieder weggecampt wurde. Oder einem den Weg blockieren. Also, naja, zumindest behaupten wir das. Ich fühle das richtig. Ihr merkt schon, das klingt einfach nur nach einer richtig harten Ausrede. Denn es ist wie im Sport. Man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. Letzteres aber natürlich nur, wenn das eigene Team wirklich gar nichts kann. Immerhin, die nächste Runde kommt bestimmt. Mit einem neuen Team. Und dann sind die Gegner bestimmt auch nicht nur Camper und Noobs, die hauptsächlich Glück haben. Ganz sicher. Ey, ich spiele momentan ja auch immer noch ein bisschen FIFA, allerdings nur privat für mich, nicht mit Aufnahme oder so. Und Junge, da habe ich schon Partien verloren, wo ich mir dachte, Alter, der Junge ist so schlecht. Aber warum spiele ich in diesem Spiel, in dieser Partie noch schlechter? Normalerweise würde ich den 3-0 aus dem Stadion klatschen. Aber ja, ich bin auch nicht gut in FIFA. Das mal davon, das wissen wir alle. Aber trotzdem, wenn jemand noch schlechter ist und man kriegt irgendwie 3-0 auf den Sack, dann denkt man sich auch, Alter, konzentrier dich, Junge. Technisches Versagen. Erstmal ist das Spiel schuld. Oder was zum Teufel war das da beim letzten FIFA 22 Match mit diesem einen Abschluss von Lewandowski? Wir haben doch ganz klar Tackling gedrückt. Aber klar, der feine Herr Verteidiger muss den Topstürmer natürlich völlig ungehindert abziehen lassen. Logisch. Einfach nur schlecht programmierter Mist. Das wird dringend Zeit für einen Patch.
unsere Meinung. Oh ja, Alter, ich fühl's. Und diese Niederlage neulich bei Tekken? Okay, aber das war ja nun wirklich nicht unsere Schuld. Immerhin hat einfach dieser bescheuerte Controller nicht funktioniert. Wir haben ganz sicher gedrückt. Aber was sollen wir denn machen, wenn die Taste nicht richtig funktioniert? Irgendwie ist bei unseren Niederlagen überraschend oft die Maschine schuld. Klar, wir sind ja auch echte Meister unseres Fachs. Eben. Wie sollen da unsere Skill-Unzulänglichkeiten in den Kerndisziplinen des modernen Gaming-Fünfkampfes schuld sein? Nee, das ist die Technik. Und außerdem war die Empfindlichkeit unserer Sticks auch gar nicht richtig eingestellt. Ja, okay, das habe ich ja sowieso nicht. Empfindlich, ich kann nicht aimen. Also ich habe es schon mal gesagt mit Controllern und so weiter. Junge, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Grüße an alle Leute, die richtig krass abgehen mit dem Controller. Ich habe da so einen Rentner-Aim. Ja, weil, also also Ego-Shooter und so weiter muss ich mit Maus und Tastatur spielen, sonst gehe ich unter. Das klingt für euch jetzt... Ich meine, ihr habt das gesehen, als ich auf der PlayStation 5 Minecraft gespielt habe. Junge, die Turns waren nicht krass. Schlechten Ausrede? Könnte sein. Immerhin kann man ja nun nicht in jedem Spiel immer der Beste sein. Ja, das oder stimmt. Oder überhaupt im oberen Mittelfeld mitspielen. Haben wir zumindest von unseren Freunden gehört. Aber was zum Teufel wissen die denn schon über KD und Online-Statistiken? Nichts. Anscheinend genauso wenig wie die Programmierer von diesen Spielen, in denen wir immer nur sofort den Headshot kassieren. Weder Steps gehört noch auf der Map gesehen. Mann, das war ja wie klar. Steps. War in Call of Duty oder ist in Call of Duty immer mega wichtig, ne? So Steps hören. Obwohl, ich glaube, in Fortnite war es auch wichtig. Habe ich nie dadurch, dass ich immer nur so ein Ohrstöpsel drin habe, weil mein Problem ist, ich hasse es, wenn ich mich, so blöd das klingt, nicht selbst höre. Irgendwie ist das so ganz, wenn ich so beide Ohrstöpsel drin habe, dann fühle ich mich so abgekapselt. Keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist. Es gibt sowas wie Gaming-Grundgesetze. Kennt ihr? Ein unumstößliches davon lautet, alle, die ich bezwinge, sind Noobs und alle, die mich bezwingen, haben kein Leben. So einfach ist das. Hauptsächlich gilt aber, der andere hat kein Leben, weil er den ganzen Tag nur zockt und nichts anderes macht. Suchti. Ist doch schließlich auch anders auf keinen Fall zu erklären, dass irgendjemand ein Skill-Level erreicht, das uns gefährlich wird. Ja, okay, so ist mein Denken nicht wirklich. Also ich bin ja auch, und das habe ich auch von mir niemals behauptet, dass ich so ein richtig krasser Gamer bin, der in jedem Spiel total gut ist. Ich habe teilweise so meine Stärken. Ich würde sagen, dass ich jetzt, sagen wir mal, prinzipiell in Ego-Shootern nicht so gut bin wie in FIFA oder auch in dem einen oder anderen Rennspiel. Aber ich merke das halt immer, wenn ich mit Zombie und mit den anderen zocke. Zombie und ich würde sagen, ja doch, Zombie ist aus unserer Gruppe der krasseste, der irgendein Spiel spielt und sofort die Mechaniken komplett raus hat. Am Ende des Tages soll es einfach Spaß machen. Das ist das Wichtigste. Ja, Aim habe ich zum Nach Beispiel all den Jahren überhaupt Training, nicht. Von den mein ersten vorsichtigen Schritten in der PS1-Ära bis in die Gegenwart und Zukunft der PS5 Next-Gen-Tage. Wir selbst sind bitteran. So viele Trophäen, wie wir nie bekommen haben, weil es sie nicht gab. Junge, da hatte ich, Alter, ich konnte das Spiel damals nicht weiterspielen, weil ich so viel Schiss hatte. Da kommt nämlich jetzt so ein fetter T-Rex, Alter. Junge, ich habe mir so mit einem, Grüße gehen raus an Michi. Wir haben das Spiel damals zusammen gespielt und wir haben uns so in die Hose gepinkelt. Keiner von uns beiden wollte weiterspielen, weil da so ein fetter T-Rex kam. Niemand kommt die Szene? Aufholen. Ja, da kommt er! Da habt ihr ihn gesehen. Junge, wir haben uns so in die Hose geschissen. Alter, tut mir leid für meine Ausdruck. Da links kommt er. Alter, der war halt so gruselig. Da kommt er jetzt um die Ecke. Junge. Und der wird noch riesiger. Das war so schlimm. Am Ende kann man sich aber nur ganz ernsthaft die alles entscheidende Frage stellen. Also lieber ich war ein schlechter super, Gewinner super jung. Oder ein guter Verlierer? Eure Antworten in den Kommentaren. Egal wie man antwortet oder sich rausredet, alle diese inneren One-on-One-Gefechte sind doch nichts anderes als ein Schalldämpfer. Bei FIFA bin ich ein schlechter Verlierer. Aber wir sind auch kein in Spiel diesen emotionalen wie FIFA macht mich so emotional. Da können diese 360-No-Scoper mit ihren unnormalen Reflexen flexen, wie sie wollen. Gute Nacht. Okay, mit einer Niederlage können wir ja auch nicht aufhören. Komm, lieber noch eine letzte Runde. Ja, das ist unsere Lieblingsausrede für lange Spielenächte. Denn es ist ja nun mal so, wenn man in der letzten Runde vor dem Einschlafen so richtig den Hintern versohlt bekommt, dann träumt man schlecht. Fakt. Also muss ein Sieg her, damit wir uns das so stimmt. richtig schön friedlich in den Schlaf freuen können. Ja. Das reden wir uns zumindest seit Jahren erfolgreich ein. Was dann auch die tiefen Augenringe erklären könnte. Hey, wer hat da gerade Noob gerufen? Die gleiche Ausrede gilt übrigens nicht nur für den Wettkampf, sondern auch für jedes einzelne Rundenstrategiespiel. Oder habt ihr es schon mal geschafft, bei Civilization 6 wirklich nur die eine einzige Runde zu spielen, die ihr euch vor knapp 10 Stunden vorgenommen hattet?
Civilization ist auch so ein geiles Gibt Game. Gibt ja endlos viel zu tun. Hier noch kurz die Barbaren besiegen, da noch eine kleine Entwicklung und... So ein geiles Game. Was? Gandhi bedroht uns mit seiner Atombombe? Ja, ja. Nur noch kurz eine Runde und dann hören wir auch wirklich auf. Versprochen. Für den Weltfrieden. Ist das, das ein Bingo-Insider? Cool. Bei wie viel Leute, schaut bei Inside PlayStation vorbei. Machen geile Videos. Gönnt rein.